Wir machen weiter mit Phase 1, werden gleich warpen. Aber vorher nutzen wir aus, dass wir ein bisschen Kohle gemacht haben. Und holen uns schon mal einen Platz im Exo-Anzug. Ne, der erste könnte sogar kostenlos sein. Mal gucken. Ja. Ne, Platz verbessern oder Anzug verbessern. Jawohl. Und schon haben wir einen Platz mehr. Man könnte sich im gleichen System auch in der Anomalie noch einen Platz holen, aber die können wir noch nicht erreichen, weil wir noch keinen Warpsprung gemacht haben. Den machen wir jetzt. Ne, ab in den Jumper und los geht's. Dann machen wir den Warp-Jump. So. Rama. Auch überall Reklame. Schlimm ist das. So. Da ist die Galaxiekarte und wir folgen einfach der Expeditionsroute. Die ist voreingestellt und nach unten gezogen. Und ihr seht, wir sind schon fast sogar beim Treffen 1, aber das schaffen wir nicht, weil wir nicht so viel Lichtjahre springen können auf einmal. Also müssen wir erstmal die Zwischenstation hier nehmen. Was ja auch nicht schlimm ist. Sehen wir wieder ein paar Planeten. Vielleicht ist dann irgendwann schon wieder der Paradiesplanet dabei. Finden wir über kurz oder lang ohnehin. Und da baue ich mir gerne eine Basis am Wasser. Weil wir später auch die Nautilon nutzen wollen. Ne? Aber bis dahin ist noch Zeit. Und bis dahin habe ich hoffentlich die Sachen auch aus der Anomalie geholt. Ne? So. So, Interstellar, jawohl. Ich will gleich noch eben. Quatsch. So. Ach, jetzt kommt die Anomalie schon von sich aus, ja. Ja, damit wird die jetzt freigeschaltet. Aber ich will zunächst in die Raumstation. Und wumm. Zack, da ist die Anomalie. Ne, die anomale Raumstation, abgekürzt Anomalie. Und ich suche jetzt die Raumstation. Da links ist das Symbol und da hinten ist sie auch schon. So, ich habe immer noch kein Asteroidenfeld gefunden hier. Verdammter Mist, weil war da jemand? Nee. Nee, leider ist nein. So. Warum will ich jetzt hier hin? Und nicht erst in die Anomalie? Das ist aus folgendem Grund. In der Anomalie werde ich mir jetzt ein Raumschiff freischalten, was ich schon durch andere Expeditionen mir erworben habe. Und dann kann ich dieses Teil hier, in dem ich jetzt fliege, verschrotten. Und das mache ich dann hier. In dieser hier, ne? Wenn ich jetzt in die andere Raumstation mich teleportieren lasse, müsste ich hierhin wieder einen Warpsprung machen. Also erst hier rein, dann brauche ich das nicht. So, ja, das sollte erstmal so sein. Und jetzt können wir in die Anomalie. Die können wir jetzt auch ganz normal wieder rufen über das Steuerkreuz ein bisschen weiter. Steuerkreuz nach unten, einmal links und A gedrückt und zack, da ist er. Und da fliegen wir jetzt rein. Ne? Boom. Boom. Natürlich, zur anderen Seite. Ist immer so. Immer so. Aber macht ja nichts. Wir gehen trotzdem dahin. Ne? So, hier ist nämlich der Quecksilberfuzzi. Ich will mal gucken, ob ich jetzt bezahlen muss.
für die Schiffe oder nicht. Hier sehen wir schon das Atlas-Zepter. Da müssen wir von dieser Expedition die Phase 3 abschließen. So, jetzt haben wir hier Utopia-Flitzer. Vergleichen. Ich weiß nicht, ob Sie da auch wieder Nanit für haben wollen. Dann mache ich das nicht. Dann gebe ich, ja, geb ich erstmal meine Naniten aus, nämlich. Das ist jetzt total blöd, ne? Gut, kann ich sowieso nicht holen. 1400, das ist doof. Das ist total scheiße eingerichtet, aber gut. Dann machen wir erstmal. Wie viel Platz habe ich denn jetzt im Raumschiff? Auch nicht alle Welt. Blitzwerfermodul. Machen wir mal ein bisschen Platz. Aber die können wir nicht alle hier. Minenlaser. Das können wir, was brauchen wir hier denn? Natriumnitrat. Ja, ist nicht so schlimm gewesen, aber was soll's. Ja, also, mein Plan hat sich zerschlagen. Ich habe nicht so viele Naniten. Will ich mir jetzt erstmal den fortgeschrittenen Minenlaser holen. Ich weiß nicht, wann der freigeschaltet wird, ob überhaupt. Deswegen, damit kann ich einfach besser arbeiten. So, da ist er. Gut, so, das war's auch schon. Mehr wollte ich nicht. Ah, der hat schon Phase 3 abgeschlossen, wie man sieht. So, dann müssen wir ein paar Fragen stellen und so, und dann ist wieder gut. So, wir müssen sehen, dass wir Naniten kriegen. Ich habe jetzt 75 ausgegeben, aber das lohnt sich. Da können wir jetzt auch reines Ferrit mit abbauen und so weiter. So. Der hat nämlich Polo-Freund jetzt, ja. So, was zu tun ist, du kannst tun, was du willst. So, damit haben wir jetzt hier alles abgeschlossen, die Anomalie betreten und wir holen uns jetzt alle Belohnungen, die wir kriegen können. Wo ist sie denn da? So, effiziente Düseneinheit, ein Übersetzer, geborgene Daten. Ja, das ist doch schon mal ganz cool. So, dann sollen wir Polo fragen. Oder machen wir mal. Und dann gehen wir mal los. Atlas oder Schwarzes Loch? Warum nach Schwarzes Loch? Ne, weil das ist auch ein Meilenstein, den man erfüllen muss. Also von daher macht es durchaus Sinn. So. Was ich ja gar nicht geguckt habe, ist, gab es hier ein schickes Multitool? Aber sieht nicht so aus. Es ist so, wie es aussieht. Vierundvierzig. Da können wir doch schon, können wir. Da wird noch was freigeschaltet, das brauchen wir jetzt nicht. Freischalten. Einmal die hier, da brauchen wir nicht extra später in die Anomalie, die sollte man sich freischalten.
weil wir die Basis noch einmal ausbauen sollen. Kriegen wir zwar die Teile, aber die Lampe nicht. So. Und ich bereite das schon mal vor hier. Den Rest, den spare ich mir. Oder warte mal, hier, da. Ja, Gasextraktor, so brauche ich nicht. Das kriegen wir auch freigeschaltet. Später. Da haben wir schon zwei, das reicht auch. Und da sind wir am Ende. So, habe ich noch 364 Naniten. Ja, will ich das Untersuchungsgerät noch freischalten, dann bin ich wieder auf Null. Das ist doch bist doof. Nee, ich mach das nicht. Nö, was haben wir als nächstes hier auf dem Dings? Erreiche das erste Treffen. Jo. Die haben wir ja auch noch. Und wir kriegen die Mikroprozessorpläne, jawohl. Da können wir jetzt selber machen. Bewegungsmodul, das können wir auch einbauen, jawohl. Nö, dann können wir ein bisschen mehr Gas geben. Und das ist leider immer noch. Aber da müssen wir ja hin. So, dann haben wir hier Bewegungsmodul. Dann machen wir das mal. Dahin und ziehen die da mal rüber. So, und Impulsantriebmodul, wenn es denn sein muss. Und Düsenmodul gab es auch noch, ne? Das war Humboldt. Ach, die kann ich auch noch verkaufen, die Würfel. Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Ja. Düseneinheit. Ja, das war das so. Egal. Viel Platz haben wir ja sowieso nicht mehr. Nee, damit mühle ich mir den jetzt nur zu. Das wollen wir nicht. Auch verkaufen. Bam, badam, badam. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir fliegen jetzt zum Treffen 1. Und dann haben wir die Phase 1 auch schon mal. Ja. Ne? Ihr seht, am längsten dauern immer die Vorbereitungen. Und selbst die reichen noch nicht. Wir müssen jetzt ich will mal eben gucken, was haben wir hier für Planeten. Nur mal so, ne? Ich habe da gar kein Foto gemacht auf dem kalten. Ach, vermisst, verdammt. Bewildert, gemäßigt, kritisch, sprühend und windgepeilt. Na denn, so, dann los geht's. Gute, jawohl. Na, mit Y können wir das aufklappen und da haben wir Treffen 1. Wunderbar, jetzt geht es erstmal wieder in die Raumstation. Mache ich immer zu Anfang. Ne, wer schon mal bei mir auf dem Kanal war, weiß, dass ich das in den allermeisten Fällen als erstes mache. Das hat sich bewährt, weil man dann, wenn man irgendwo auf dem Planeten ist und sagt, ach, jetzt baue ich mal hier. Dann kann man von da gleich zur Raumstation. So muss man da erst noch mal wieder hinfliegen und, ne, und so hat man das dann gleich erledigt. So, ach du Scheiße, jetzt muss ich hier auch noch rumballern. Nö. Ich dachte, dass wir jetzt hier die befreien. Du stehst aber davor, Junge. Das wollen wir auch nicht. Woo!
meisten ärgert mich ja, dass ich keine Kohle hatte, den Exoten im ersten System zu kaufen, auf der Raumstation. Das tut ein bisschen weh. So. Aber. So, jetzt wollen wir gucken, dass das Richtige eingestellt ist, weil das ja immer wieder von sich aus umstellt. Was haben wir denn hier für Planeten? Frostig. Dickig, da müssen wir auch hin. Karin. Wir müssen auf Karin. Grünlich und trüb. So, wir sehen jetzt hier keinen Hinweis, wo wir hin müssen. Also schalten wir das wieder ein hier. Ne? Da war wieder das schwarze Loch oder was weiß ich, industrielle Begutachtung. Und jetzt haben wir auch wieder das Symbol. Wo ist es denn da? Links und da müssen wir hin. Treffen 1. Was soll das denn jetzt? Das ist, was für ein Planet ist das? Grünlich, okay. Aber die sind ja auch ganz schön. Da könnte man auch schon eine Basis bauen. Aber im Moment brauche ich die noch nicht. Also, ne? Ich muss nur mal sehen, dass ich hier Asteroiden hier mir ranhole. Wann drückt man jetzt, ne? Naja, ich will mir das jetzt nicht versauen, sonst kann ich wieder so lange fliegen. Nee. Und. Oh, um halben Planeten rum. Stopp. Da war wieder daneben gelandet. Oh, dann wird das hier. Nee, das muss hier irgendwo sein. Da. Mal gucken. Müsste eigentlich bald auftauchen hier das Teil. Aber ich bin jetzt nicht so hoch. Ich sehe das jetzt gar nicht. Muss ich doch vielleicht noch mal wieder nach oben. Eigentlich müsste das Archiv jetzt hier auftauchen irgendwo. Eigentlich, ne? Ja, das ist. Na komm, wo bist du? Da müsstest du eigentlich irgendwo sein. Nö. Dann ist die Cock-Version wohl anders. Oder ich komme von der anderen Seite und finde es deswegen nicht. Ne, ist auch nicht. Ja, Rendezvous Inlet, ja, ist alles gut, aber. Verdammter Mist. Da ist das. Könnte das noch dort irgendwo sein? Denn so ein Archiv ist ja nicht klein, ne?
Das müsste dann eigentlich irgendwann hier mal. Oh, guck mal da unten, da haben wir eine alte Ruine. Da können wir ja auch mal landen. Das wird aber nicht das Ziel sein, oder? Nö. Nö. Aber da können wir dann mal gucken, ob wir überhaupt in der richtigen Richtung unterwegs sind. Ach, mir fällt da noch eins ein. Ich habe ja noch gar nicht den Lader eingebaut. Sehr schön. Damit ist das Ding auch schon wieder voll, ne? Egal. So. Am perfektesten, na denn. So, Ansehen verbessert, bla bla bla. Aktiviere einen Zielscan. So. Da hinten muss das irgendwo sein. Und ich stehe hier, muss ich rechts abbiegen, okay. Also doch da irgendwo. Ja, der ist es nicht. Würde mich sehr wundern. Eigentlich hätte hier das Teil stehen müssen, aber. Eigentlich. Dann gucken wir noch mal. Das ist das erste Mal, dass ich das Ding so lange suchen muss. Ehrlich. Irgendwann ist alles das erste Mal. Hier irgendwo sein. Das Wetter ist ja wieder super. Ich fliege deswegen so langsam, weil wenn das gleich auftaucht in 100 Meter Entfernung, haust du da gleich gegen, wenn du zu schnell bist. Und deswegen, ne, falls es auftaucht. Ja. Tut's aber ja nicht, also fliegen wir mal wieder in die andere. Also nochmal landen hier. Das kapiere ich nicht.
900 jetzt. Und in die Richtung. Mann, ich bin doch hier überall schon geflogen. Ja, da kann ich diesmal mal was sehen hier. Das ist so zum Mäusemelden hier. Lokalisiert dort irgendwo, aber ich sehe trotzdem nichts. Also rein und losfliegen. Das ist ehrlich, du. Ehrlich, du. Das hatte ich auch lange nicht. Aber was ich sehe, sind Metallfinger. Oh, die holen wir uns gleich. Das klingeln wir hier erstmal. Tja, lokalisiert, aber wo? Jetzt habe ich mein Gold. Die sind immer sehr ergiebig, diese Metallfinger. Uran, oh super. Eigentlich dürften die hier nicht meckern, wenn man die abbaut. Da angeflogen jetzt. Wo ist der? Was ist das für eine Ablagerung? Salz. Uran ist gut, das ist für die Startschubdüse. Noch einer. Ja, aber da ist ein Glück im Unglück, ne? Das sind immer schöne Mengen. Gar keine Frage. Aber ich sehe hier trotzdem nichts.
Er sagte aber auch nicht links oder rechts, gar nichts, sagte er. Blöde Hund der. Ja, da waren wir ja schon mal bei dem. Ich kann doch nicht der Treffpunkt sein. Das hat einer gebaut. Also hier ist nichts zu sehen. Da. Also wenn man es jetzt gar nicht findet, dann hilft es nur, irgendwann mal wiederzukommen. Dann landen wir hier erstmal. Das ist es ja auch nicht, aber vielleicht werden wir hier ein bisschen schlauer. Da hinten könnte es sein, ne? Sonst sehe ich hier auch gar nichts. Ein bisschen was zeigen müsste er ja schon mal. Ne? Ja, toll. Wo, 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 wo? Auch nichts zu sehen hier. Tja, da vielleicht, da starten welche. Kann doch nicht sein. Wir hätten da ein Wasser gebaut. Ja, da könnte man die Aufgabe gut erfüllen, aber das war irgendwo an der Küste. Das bloß wüsste. Haben ja auch viele gebaut, ne? Das muss ja irgendwo hier in der Nähe jetzt sein, aber wo? Da unten hat auch einer. Exo-Fahrzeug hingestellt. Da waren wir. Da ist es, guck. Gibt's doch gar nicht. Bin doch hier 100 Mal lang geflogen. Ja, was soll's. Aufregen ändert das nicht. Wenigstens haben wir es jetzt gefunden. Ne? Es muss doch an der Küste sein. Ich hab's doch gesagt. Ja, jetzt hätte ich gerne noch einen Landeplatz. Da hinten. Sehr gut.
Muss ich noch ein bisschen laufen. Okay, da hinten hin. Jetzt haben wir es. Gut. Ja, mehr brauchen wir auch gar nicht. Es sei denn, wir wollen noch was einkaufen oder verkaufen, aber egal. So, dann holen wir uns erstmal die Naniten ab. 5000 brauchen wir. Habt ihr, ne? Habt ihr noch? Ja. So, Ätzelanzug verbessern. Wollen wir den da oder den da verbessern? Ne, machen wir erstmal da unten. Da haben wir weniger Platz. Dann brauchen wir mehr Platz. So. Gut. So, dann schließen wir auch die Phase 1 offiziell ab. Und die Poster jetzt einsammeln. Oh, was haben wir uns darauf gefreut? Ja, dann schon mal gucken, wenn ich jetzt 4 Treffen anfliege, dann habe ich 4800. Das könnte ich eigentlich machen, ne? Expedition, das haben wir abgeschlossen und Zeuge des Atlas, bla bla bla, Asteroiden, das zweite Treffen. Oder betritt ein schwarzes Loch. Tarngerät, chromatisches Metall, Reparaturse. Das kriegen wir hier. Warp, Hyperkern. Ja, Kenntnis, bla bla bla, Raumschiffschild. Optische Bohrer. Ja, Handelsrakete und persönliche Raffinerie. Ja, das ist schöne Sachen. Tja, dann fliegen wir mal zum zweiten Treffen. Wir haben jetzt 1500. Da brauchen wir noch 3 Treffpunkte, 4 besser, die wir anfliegen, damit wir unser Raumschiff und das alles andere abholen können. So, ist die Frage, baue ich mir hier jetzt. Nö. Nö. Also 1000 Bahnen, die will ich jetzt gar nicht alle haben. So, hier waren wir ja in der Raumstation, also geht's jetzt weiter. Da gibt's auch Wasser. Vielleicht haben wir da einen Paradiesplaneten. So. Also, ich schlappe noch ein bisschen Kaffee. In der Zeit, in der ich warpe. Ups. Schon da. Konfliktstufe unbindig. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir in der Raumstation kommen. Ach, ich habe schon wieder vergessen, dieses Foto zu machen. Verdammt. Beim ersten Treffen der Planet, der war doch geeignet. So, erstmal rein hier. Voll hier. Hallo. Ja, hallo erstmal. So, abspeichern. Und mal gucken, was wir hier für Planeten haben. Ja, die sind ja meist alle schon entdeckt. Also ätzender Pilzschimmel, den brauchen wir. Rostig, Otto, unwertlich, Kaktusfleisch brauchen wir auch. Eiskalt ist okay und isotopisch, voll utopisch. Ja, dann wollen wir mal gucken, welcher uns am nächsten liegt hier.
Ne, das mit diesen Pflanzen, das ist alles schon Vorbereitung. Pilzschimmel. Dann nehmen wir dich erstmal. Und gucken mal, ob wir hier Pilzschimmel finden. Ohne große Probleme. Wollen wir hoffen. Das sind diese großen grünen Pilze, die man gut erkennen kann, aber nicht immer so sofort findet. Notfalls müssen wir halt scannen. Tja, dann gucken wir uns mal an, was wir hier ausbuddeln können. Das ist dann immerhin noch ein bisschen was. Nichts Tolles hier zu sehen, aber immer. Da ist Heptaploid-Weizen, ja, aber schon. Und was buddeln wir noch mal was aus? Da gibt es auch einen Meilenstein immer noch. Wird gar nichts angezeigt hier mit dem, was ich suche. Da. Pilzgeflecht, das ist das. Das muss man natürlich wissen. Weil sonst suchst du dich tot nach dem Namen. Ne? Siehst du, guck mal. Das reicht aber noch nicht. Freunde, das reicht nicht. Brauchen mindestens 200 davon, glaube ich. 200 Einheiten. Na, dann müssen wir noch eine Station anfliegen. Ne, wenn ihr euch die Meilensteine durchguckt, dann seht ihr irgendwo Flüssigsprengstoff. Ach, jetzt scheiße, Gefahrguthandschuh. Hatte ich die nicht schon freigeschaltet? Ja. Natriumnitrat, na, das ist ja Gott sei Dank kein Problem. Nochmal. Ja. Technologie aufgeladen.
Dann nehmen wir ein bisschen Natrium. Natürlich die Hälfte. Und daraus wird wiederum die Hälfte an Nitrat. Und ich kann in Ruhe noch mal ein bisschen. Jo, lebt noch eins. Jo, jo, jo. Und das ist immer wichtig, dass man weiß, wie man sich helfen kann. Ne? Man kann dumm sein, man kann alt sein. Aber wichtig ist, wie schaffe ich die Lösung? Ne, das ist auch, wenn man jetzt Sachen mischen muss und so. Das kommt irgendwann sowieso mit der Zeit, wenn du das länger spielst. Ne? Muss nicht so lange sein wie ich. Ich habe jetzt mit allen Plattformen über 3000 Stunden. Das ist schon heftig. Ne? Jetzt machen wir mal alles einsacken. Da kriegen wir die Raffinerie und das Ergebnis unserer Arbeit haben wir auch hier drin. Und jetzt können wir die Handschuhe bauen hier. So. So, jetzt seid ihr dran, Freunde. Was sind das denn für Viecher da mal? Boah. Die sehen ja komisch aus. Ja, hier war ja nur vier Teile, ne? Da ist noch einer. So, wie viel habe ich denn jetzt? So, alles. 124 erst, da müssen wir nochmal irgendwo was finden. Wohl unter Linden zur Weihnachtszeit. Ach ne, ist ja noch nicht. Ja, hier war doch noch irgendwo eine Ablagerung. Da ist der Weizen. Frachterwurf ist nicht das, was ich suche. Oh, unbekanntes Grab. Da kriegen wir eine Glyphe. Wenn wir das denn wollen. Ich kann das immer markieren. Ah, hier ist sogar unterirdisches Relikt. Ich dachte, ich hätte hier eine Kupferanwendung direkt vor die Füße gehabt. Da, Ammoniak war das. Ne, das brauchen wir nicht. Nö, ne, Pilzgeflecht brauchen wir nochmal. Oder warte mal, was haben wir hier? Ne, vergangene Vorratung. Jetzt nicht. Kupfer. Technologiemodul. Bla, bla, dann holen wir uns noch den Weizen. Da haben wir zwar schon einmal, aber der hält besser nicht. So. Wo ist der geblieben? Ist der schon? Ach, den hat er hier schon mit hingepackt, ne? 15, ja. Oh, kein Platz mehr hier, verdammte Axt. Immer ein bisschen Platz brauchen wir. Schmeiße ich das mal rüber. Ne, aber die hier. So, dann wollen wir mal schnell wieder hin. Ja, da war einmal Natrium, aber denke ich mir jetzt. Ich suche noch mal nach Pilzgeflecht.
Nichts zu sehen hier, ne? Nee. Ich brauche aber noch mehr. Also muss ich ein bisschen weiter fliegen, weil mein Scanner ja auch nur eine begrenzte Reichweite hat. Und mal sehen, ob wir sowas finden. Eigentlich müsste man ja was finden und vor allen Dingen sehen, ne? Bisschen schwierig. Ah, ein Pilzgeflecht hier. Warum nicht? Dann lande ich hier oben mal. Eine bessere Übersicht. Ganz oben. Notfalls gehen wir da mal hin, aber wenn wir Pilzgeflecht finden, ist das viel interessanter. Süßwurzel auch schön. Aber jetzt nein. Das wird aber auch mal Zeit. Sag mal, das kann doch nicht wahr sein hier auf diesem Planeten. Kannst du das nicht nur einen so einen Teil gegeben haben? Boah. Dann fliegen wir da erstmal hin. Wenn sich das lohnt. Auch das nur wieder so ein Ding zum Drehen, ne? Gucken wir mal, finden wir wieder eine kleinere Siedlung. Habe ich denn eigentlich schon Uran und alles rübergeschmissen? Geht das noch? Ja, drei Plätze haben wir noch. Ja. Dann lassen wir das mal so und steigen mal aus und drehen mal an der Kurbel. Es ist immer eine kleinere Siedlung. So. Das ist jetzt zum Mäusemelken hier. Ja, der Erbsen ist nicht das, was ich suche.
Da sind wir wieder am Anfang. Ein bisschen Seiten wechseln, vielleicht haben wir da mehr Glück. Mal sehen, mal sehen. Da sind welche. Oh, nur zwei, wa? Das gibt's doch nicht. So knapp sind hier. Kann das denn wahr sein? Nein, kann es nicht. Aber nützt ja nichts. Wir brauchen es hier. Hallo? Oh, der will nicht landen. Da war der Winkel im Anflug falsch, schätze ich mal. Du stirbst erstmal. Da. Nicht besprühen hier mit Gift, das haben wir gerne. Naja, haben wir nämlich nicht gerne. So. Wo ist denn die erste Pflanze? Da. Da. Ja, nicht viel, ne? 21, 2, ach, das ist ja gar nicht der hier. 22, jetzt haben wir aber über 200, ich glaube. Dann kommen wir da schon mal mit hin. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das werden wir aber irgendwann auch feststellen. So, ja, du musst natürlich auch schon wieder da rumhängen. Ja. Tschüssikowski. So. My Shipley. So, wie viel haben wir denn da jetzt von? 218, ja, das ist okay. Glaube ich. So. Ne, das war schon richtig. Nur eine Ebene höher. Frostig oder eiskalt? Ja, drei Stück sogar. Na, kommen hier ein paar Meteoroiden. Meteoroiden, wo seid ihr? Eigentlich müssten sie irgendwann auftauchen. Da. Da. Oder auch nicht. Ja. Da sind sie. Na, wir müssen ja sowieso etliche zerdeppern. Dann müssen wir wohl wieder umschichten. Das ist ja blöd, ne? Ich sagte ausreichen. Gold, Silber, Platin und Tritium hatten wir schon. Also. Keine freien Plätze.
Noch ein Platz. Ja, du bist aber auch. Ach, jetzt haben wir die auch noch. Denn so. Haha, von wegen. Wieder nicht. Sag mal, was hast du denn alles angeschleppt jetzt hier, verdammt. Mann. So, jetzt aber. Wo ist denn jetzt der Haufen geblieben? Bisschen müssen wir noch. Ne, bis der Meilenstein erfüllt ist und dann haben wir auch unser Tritium, das wir zwar jetzt nicht mehr unbedingt brauchen, aber ja, da ist er, der Meilenstein. So, dann wollen wir mal Kurs Richtung Raumstation nehmen, da oben. So, könnte sein, dass innerhalb der nächsten Stunde irgendwann meine Frau kommt. Die war noch im Büro ihrer Tochter und wollte dann was zu essen mitbringen. So. Jetzt muss ich mir mal einen Überblick verschaffen, was ich hier alles habe. Ich habe 1 Million. Das ist gut. Kann ich hier was von verkaufen? Jetzt ja. Bromsalz. Das ist alles. Und hier die Würfel. Das war es auch schon. Hey Mann, obwohl ich da 3 Plätze gemacht habe, ne, dann ist das trotzdem 35.000. Und das machen wir auch gleich nochmal in der Anomalie. Nochmal rein Interesse halber. Was gibt es hier Schönes? C-Klasse, aber viele Plätze. Und nur 2 Millionen, die ich natürlich nicht habe. Ärgerlich, aber was soll's. Das ändert sich ja irgendwann. So, dann.
So, was haben wir hier? Das war der mit dem Pilzschimmel, den wollen wir nicht. Rostiger Planet. Dann fliegen wir da mal hin und machen ein Foto. Wo war denn dieser Dunstige? Ich glaube, treffen zwei, ne? Gebiet haben wir ja gar nicht. Ja, das ist. So, was soll das Sprechersignal hier? Mir das mal einer erklären. Steu, 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 steu. Nee, 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 nee. Das hat nur einer gemacht, damit er seine Basis wiederfindet, ne? Ja, das habe ich zu Anfang auch nicht gewusst, dass man die wiederfindet. Also, ne, sicher ist sicher. Also von daher hat er das ja nicht verkehrt gemacht. So. So, irgendwo gab es aber auch noch Kaktus. Kaktus in der Wüste. Fotomodus machen wir ruhig mal ein bisschen da, 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 da. Und zack und zack. So, Sternenstaub. Erstmal einsteigen. Optische Bohrer, Handelsrakete, brauchen wir alles nicht. Macht jetzt nur die Plätze voll. Oh Mann. Den können wir gebrauchen, so. Dann nur damit ich die Plätze hier habe. Als Rakete will ich die jetzt wirklich hier schon. Nö. Ich nicht. Aber ich möchte gucken, ob ich Phase 3 schon, jawohl, 2 haben wir schon, ne? So. Brauchen wir nur noch den einen, den Dunstigen. Aber der ist nicht so eilig. So, das war ja eine Zwischenstation. Da hatten wir aber doch was gekriegt. Also nochmal. Dann war das Treffen 1, wo dieser Dunstige war. Das werden wir gleich haben. Aber die Sachen können wir noch gar nicht gebrauchen. Ach, jetzt habe ich vergessen, in die Anomalie zu springen. Bei jedem System kann man sich in der Anomalie einen Platz holen. Das ist jetzt ärgerlich, aber ich kann ja einen zurück.
Dann gehen wir erstmal in die Raumstation. Der Platz wird langsam knapp, ne? Man kriegt zwar hier jetzt drei Plätze, aber das reicht ja vorne und hinten nicht. Vielleicht liefere ich mir noch ein paar Erweiterungen hierher, damit ich das besser machen kann. So, wir sind jetzt im System von Treffen 2. Na, was hast du denn hier Schönes? A-Klasse bestimmt. Nee, B-Klasse. Okay, aber wir wollen uns erstmal einen Platz holen. So, und das gleiche auch nochmal. Jetzt oder später? Wie heißt denn das Ding hier? Jose. Das müsste ja aber auch bezeichnet sein. Dann fliegen wir nochmal zum vorigen System. Ich weiß auch gar nicht, da hatte ich mir aber was geholt, glaube ich. Aber das kann ich ja ganz schnell überprüfen. Da. Voriges System. Nun mach hin, komm. Ich will doch nicht meine Jugend hier verbringen. Ergreifen. Ich auch schon, ne? Ja, okay, Entschuldigung, wollte nicht stören. So, mein Raumschiff ist dies. Und warum das Ganze? Damit wir uns Plätze holen können, ne? Ja, wer noch nicht weiß, wo das in der Anomalie einen Anzugplatz zu kaufen gibt, der sieht es gleich. Also hier wäre es schön gewesen, so eine Teleport-Verbindung von unten nach hinten hin. Ne? Und das wäre eine schöne Sache, aber das haben sie leider nicht. So, da ist... Jawohl. So, und jetzt können wir wieder hier aus dem System raus.
in die Raumstation. Yoshi, Treffen 2, hast du nicht gesehen? Mal gucken, ob die bezeichnet ist hier. Tatsächlich. Dann ist ja gut. Dann können wir da jetzt hin. Und jetzt hier auch noch mal in die Anomalie. Paradiesischer Planet, das ist doch wohl ganz klar, wo ich baue. Hahaha. Na, was soll's machen, ne? Ganz am Rand wieder. Und warum? Wie viel habe ich denn? 1500. Ja, ich könnte mir jetzt einen Raumschiff holen. Aber nee, dann dauert das noch länger, bis ich meine Sachen da auslösen kann. Also, ich will nur einen Platz noch, ne? Weil das ist mir einfach zu wenig Platz im Exo-Anzug und deswegen. Jawohl, das ist schon besser. Ne, guck mal, da haben wir ein paar Plätze jetzt. Sehr gut. Wechseln mal einfach in die Raumstation und holen wir noch ein bisschen was. Mal gucken, ob die hier reines Ferrit haben. Das hole ich mir noch. Oder auch normales. Dann wird das halt umgewandelt, aber. Ferritstaub einmal, ja. Ah, alles die Sachen, die wir nicht haben, ne? Neon haben wir nicht. Gold. Ja, können wir nicht genug haben. Kupfer ebenfalls. Und dann wollen wir mal gucken. Hydraulische Verkabelung. Nicht genug Plätze, ne? Zwanzig sind immer ein Platz, die können wir auch voll ausschöpfen. So, dann soll das erstmal reichen. Haben wir auch nichts mehr über. Okay. Aber. Oh, ein lebendes Schiff liegt auf meinem Schiff. Da hat einer sein lebendes Schiff da kopiert in der Anomalie. Im Magen. So wie es aussieht, zeigt er uns das noch an und das ist tatsächlich auch auf dem Planeten da. Das ist doch wunderbar.
Aber da kommen wir jetzt nicht so schnell hin, weil wir hier an diesen ganzen großen Schiffen vorbei müssen und hast du nicht gesehen. So. Diese scheiß planetaren Interferenzen. So, was war das hier? Jetzt war das. War das der Frachter oder ein Portal? Das könnte das Portal sein, ne? Ja, mal gucken. Wo ist hier ein Portal? Wenn hier eins ist, dann. Halt, falschen Knopf. Portal 900 Meter, sagt er. Ist das jetzt das Portal oder nicht? Nee. Also, doch noch woanders. Da hinten dann irgendwo. Da ist es. Da ist es. Die haben die Möglichkeit gefunden, diese ganzen Sprechblasen hier auszublenden, damit das gar nicht zu leicht wird. Nö. Jaha. So, am perfektesten. Super. Also das ist ja auch ein Planet, wo ich bauen möchte. Aber jetzt holen wir uns erstmal, nee, falscher Knopf, den Knopf. Die Belohnung, da. So. Ach, da gibt es im, nee, das will ich ablehnen. Da will ich lieber sammeln. Das andere Multitool. Gib mir die Belohnung, ja. So, wie viel haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir schon 2700, also die Hälfte von den 5000 haben wir gut zusammen. Na, müssen wir noch zwei Plätze anfliegen, zwei Treffen und dann ist gut. So, ich speichere jetzt erstmal ab. Und beende den Stream, sag danke fürs Zuschauen. Es geht natürlich weiter. Ich hoffe heute, weil ich das auch heute abstücken möchte und das auch hochladen möchte auf YouTube, damit auch noch genug Zeit ist für alle, die das noch nicht gemacht haben, sich das Video anzuschauen. Ne? Ich sag danke fürs Zuschauen und freue mich, wenn du auch wieder auf meinem Kanal dabei bist beim nächsten Video. Und bis dahin wie immer viel Spaß beim selber spielen. Tschüss. Na, will er nicht.